Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Crew. Ja, ich habe mal ein bisschen an den Grafikoptionen rumgeschraubt und ja, jetzt sieht das Spiel nochmal um einiges besser aus. Ich habe das Anti-Aliasing konnte ich höher stellen. Ja, das dürfte jetzt alles hier ein bisschen besser aussehen. Und ja, wir gucken einfach mal auf die Map. Und ja, gucken mal, was es so für Sachen noch gibt. Da gibt es zum Beispiel noch was zu erkunden. Das machen wir gerade mal. Und ja. Ah, wo ist es hin? Da. Da ist es hin. Oh, und hier ist auch direkt ein Auto in der Nähe. Das ist aber schön. Okay. Ach, und guckt mal, die haben ein Update rausgebracht. Die Liste wird endlich richtig angezeigt. So wie es soll. Finde ich gut. Und das Hauptmenü ist mittlerweile auch mal hübsch. Von dem Spiel, das kann ich ja vielleicht irgendwann nochmal zeigen. Das Problem ist aber halt immer noch, wenn man hier aus dem Spiel rausgeht, man kommt nicht ins Hauptmenü zurück, sondern man beendet das Spiel. Das ist ein bisschen, ja, schade. Dass das so ist. Und nicht anders. Ich finde es aber insgesamt komisch, dass man bei diesem Spiel kein neues Spiel anfangen kann. Das wäre echt toll. Obwohl, vielleicht gibt es ja die Option hier jetzt. Also wenn es irgendwann diese Option geben sollte, dann werde ich auf jeden Fall das Spiel von vorne anfangen. Und es bis zu dem Punkt finden, spielen, wo ich das Let's Play angefangen habe, damit ihr die vollständig die Story dann. Aber irgendwie, mittlerweile sieht es alles noch so aus. Wäre halt toll, wenn es halt so ein New Game Plus geben würde, wahrscheinlich irgendwie. Also ich habe mal in den Optionen geguckt, da gibt's nichts, was da irgendwie. Oh. Ja. Alter, ich bin gerade mega behindert, so. Was da irgendwie hilfreich ist. Mm. So, wir befinden uns jetzt hier aber schon in den Südstaaten und ja. Ach komm. Wir gucken einfach mal, ob wir das Auto auch direkt finden. Oh. Oh, wie schön es hier aussieht. Sehr schön. Und ich wette, das Auto ist auf der anderen Seite. Stimmt, oder habe ich recht? Wie es aussieht. Ach, guck mal, es wird sogar hier schön angezeigt. Guck mal hier, dann machen wir schön die Blitzreise direkt dahin. Wupp. Tatsächlich, es gibt auch einen Performance-Schlitten für das Auto, weil dann sammle ich jetzt erstmal diese verborgenen Autos. Und ja, dann. Moment, ich habe jetzt aber doch gerade hier ein bisschen wenig Frames meines Erachtens. Gucken wir nochmal in die Videooption, was wir da so machen können. Also, Geometrie Ultra, das finde ich wichtig. Gras, das ist auch wichtig. Geometrie ist halt die Sichtweite. Na gut. Obwohl. Na doch. Es reicht. Ist okay. Ich finde halt immer noch diese. Was ich bei dem Spiel richtig hässlich finde, sind diese Offroad-Wege. Wenn man da fährt, da kriegt man einen Krebs fast. Naja. Das ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt halt hier die Dinger dann aufblocken immer. Das war eben bei Ultra nicht so krass der Fall. Hm. Damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Diese Einstellung. Oh. Es
Geometrie bleibt Ultra. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Firma MSAA bleibt auch so und Umgebungskollision bleibt auch so. Also ENV-Mapping. Moment. Das ist dieses kleine Detail da unten am Auto. Tiefenschärfe ist ja aus, Texturen, Schatten. Nee, Schatten auf Mittel, das sieht auch nichts aus. Texturen, da müsste ich das Spiel neu starten. ENV-Mapping. Wir gucken mal, ob es was bringt von den Frames her, aber ich glaube nicht. Vielleicht müsste ich das Spiel halt doch mit Shadowplay aufnehmen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Naja. So, da unten haben wir auch noch ein Auto. Na komm, dann machen wir einfach da mal eine Blitzreise hin. Jo. Sehr schön. Na, da war es doch schon. Habe ich es jetzt? Ja. 25 Teile habe ich schon. Boah, krass. Gibt's hier. Oh, lol, hier gibt es ja tatsächlich einen Zug. Der hätte uns fast mitgenommen. Wird das auch gerendert, der Zug? Tatsache, der wird sogar wirklich gerendert. Auf der Map. Wie cool ist das denn? Ui. Ja. So, was haben wir denn hier? Also so Düngerzeugs. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen mal ein paar Story-Missionen. Denn ich habe das Gefühl, ich bin da ein bisschen im Rückschlag. Ich habe Arbeit für dich. Wer ist da? Alles, was du wissen musst, ist, dass ich der Mann neben dem ganz oben bin. Und ich hab was, das du für mich tun musst. Und wenn ich Nein sage? Wohl kaum. Okay. Die Koffer sehen wertvoll aus. Die sind mehr wert als dein Leben und äußerst empfindlich, also fahr vorsichtig. Ist mir recht. Bin jetzt unterwegs zum Flughafen. Oh, die haben auch die Cutscenes gefixt. Nein, ich brauche den Koffer sehr bald. Die haben auch die Cutscenes gefixt. Die sind jetzt nicht mehr so stark komprimiert. Pass auf, ich habe einiges dafür bezahlt. So, ich habe ein Problem. Mit Harry? Nein, was anderes. Da ist ein Typ in der Leitung, der will, dass ich ein paar teuer aussehende Koffer abliefere. Nicht der übliche 510. Wer ist es? Keine Ahnung. Er benutzt eine Art elektronischen Stimmenverzerrer. Ich gehe dir nach. Schauen wir mal. Na gut, schauen wir mal. Was will der Heli von uns? Keine Ahnung, was der Heli von uns möchte. Ah. Oh. Die sind unersetzlich. Ja, ja, deine Omi kannst ja selbst fahren. Deine Omi ist auch unersetzlich, weißt du? Boah, voll harter Diss, ey. Eigentlich genau das Gegenteil vom Diss. Aber Leute, kein Mensch ist ersetzlich. Das muss man einfach mal sagen. Jeder Mensch ist was ganz Eigenes. Und jeder Mensch hat seine positiven Seiten und auch seine negativen. Aua. Und ich habe das Gefühl, ups. Natürlich möchte ich die Option beibehalten. So. Ist vielleicht jetzt auch ein bisschen angenehmer fürs Let's Play.
Ich hoffe einfach mal, dass diese Musik, die jetzt bei den Missionen spielt, nicht GEMA geschützt ist. Oder ähnliches. Wenn ja, dann tut es mir echt leid. Okay, da oben ist ein Flugzeug, cool. Die Uhr tickt, Junge. Ja, die Uhr tickt. Vorsicht, die sind unersetzlich. Ja, schön, ist mir egal. Fast da. Meine Leute treffen mich für die Übergabe. Noch 10 Sekunden, easy. So. Also mir aber doch ein Ticken zu leise möglicherweise. Silber sogar. Ja, Teil ins HQ schicken. Es gab ordentlich Erfahrung. Exzellente Arbeit. Ich behalte dich im Auge. Wie war der Name? Habe ich nicht gesagt. Hi Zoe, hast du was? Über eine Person habe ich nichts. Nur über ein Gebäude. Und? Ein FBI-Gebäude. Wow. Coburn? Coburn. Das ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Warte, du weißt, dass Coburn mich erkennen wird, oder? Wird er nicht. Deine falsche Akte ist eingepflegt und wie gesagt, die Five Tens sind sein blinder Fleck. Mit einem Tattoo hält er dich für sicher. Nun, du weißt, dass er mich verhaftet hat am Tag, als Dayton starb. Er kennt mein Gesicht. Er wird sich erinnern. Wenn du ihm direkt gegenüberstehst, vielleicht. Aber bis dahin haben wir genug Beweise gegen ihn. Okay. Also, ist mir doch ein Ticken zu leise jetzt. Wir können ja mal gucken. Ob wir das so machen können. So ist es vielleicht Ticken angenehmer, obwohl. Sorry, Leute. Soundtrack, keine Radio. Ja, Soundtrack ist gut, weil das ist nämlich der eigene Soundtrack von The Crew. So ist es perfekt. Leute, so ist es perfekt. So. Dann gucken wir mal. Ja. Moment. Okay. Alles klar, wir machen noch eine Story Mission. Denn ich weiß nicht, Moment, was haben wir hier? Schmutziges Geld, Fahrzeug Stufe 192, Mann. Benutzter Wagen, ja gut. Eigentlich benutze ich ja meinen anderen, meinen Geländewagen. Aber das wird nicht unterstützt, weil ich so weit im Voraus bin. Oh, komm, wir nehmen mal den. Der ist cool, ey. Der ist richtig geil. Hallo. So. Wir gucken aber nochmal. Da muss ich den Wagen nehmen wieder. Okay. Gut, ich will aber nicht den Mustang benutzen dafür, sondern den Chevrolet, den. Ja, auf jeden Fall. Da habe ich wieder richtig gut nachgeguckt. Da unser Dodge. So, mit dem machen wir jetzt diese Mission hier hinten. Spielen, alles klar. So. Hey Mann, vergiss den ganzen Kleinvieh, macht auch Mistscheiß. Wir müssen viel mehr rausholen, wenn wir das Geld rechtzeitig zurückzahlen wollen. Du hast sicher schon eine Idee. Würde ich denn sonst anrufen? Alles klar. Die Taschen voller Geld, könnte gleich überall groß schmutziges Geld draufschreiben. Ja, großes Problem in der Gegend. Das zu viel Geld-Syndrom. Biete ihm
unseren Bankdienst an. Erledige den Kerl. Okay, alles klar. Mittlerweile kann man die Cutscenes sich echt angucken. Kein bescheuertes Geruppel mehr. Okay, alles klar. Verdammt. Der ist gut. Aber sollte für uns eigentlich kein Problem sein. Ich mach den jetzt einfach. Der hat noch keinen Schaden gekriegt. Oh Mann. Komm. Boah, fickt mich doch, ey. Oh, der fährt in die andere Richtung. Alles klar. So. Gut. Fahrzeugstufe 25, ja gut. Spielerstufe 25, nur Bronze. Windreduktion, wir gucken mal. Okay. Ja, die Mission, die war eigentlich ganz cool. Hast du ihn? Ja, hab ihn. Gut, ich hol das Zeug ab. Jetzt zurück an die Arbeit. Ja, Siggi, Junge. Wer auch immer Eric zu ist, ich weiß es gar nicht mehr. So. Da oben haben wir eine weitere Mission. Ah. Cool, dafür brauchen wir jetzt Gelände. Was für ein Geländefahrzeug nehme ich denn dafür? Gute Frage. Ich glaube, ich nehme... Ich nehme einfach den. Der ist cool. Der ist schnell, der hat gute Beschleunigung. Was willst du da mehr? Dem machen wir das jetzt. Die spielen wir jetzt. So, Einspritzanlage, bla bla. Ja, minus 2, sehr schön. Da war Mac. Wie bitte? Egal. Hey, ich mach Urlaub in meiner Hütte im Norden und es ist todlangweilig. Hättest du nicht Lust auf ein Geländerennen? Just for fun. Ich soll dich unterhalten? Könnte auch etwas Geld und ein paar Frauen für dich rausspringen. Rausspringen war das Zauberwort. Zeig ja, mal, sehr was schön. Du mit dem Dirt Kart kannst. Apropos Dirt. Ich weiß nicht, wenn diese Folge rauskommt, ob ich schon... Ja, müsste eigentlich... Habe ich schon ein paar Folgen Dirt Rally gemacht. Das ist auf jeden Fall dann... Ist ja noch Early Access. Ich wollte nur ein paar Videos schon mal raushauen. Aber ich denke, das wird der direkte Nachfolger von The Crew. Ich meine, es dauert noch, bis das Spiel full released wird, sage ich jetzt mal. Es ist ja Early Access. Also, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich es noch nicht, aber ich... weiß auf jeden Fall, dass ich es machen werde. Und bis diese Folge hier rauskommt, ist auf jeden Fall schon ein paar Folgen rausgekommen. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Early Access Spiel und ja. Ob es cool ist, weiß ich ja jetzt aktuell noch nicht. Je nach... Muss ich mal gucken, aber es gab auf jeden Fall sehr viele ja, positive Kritiken schon. Und ja, die Grafik ist auf jeden Fall super geil, das habe ich schon gesehen in den Trailern.
Auf jeden Fall besser als bei The Crew. Mega coole Grafik, echt. Und, ja, also wenn, ich denke, wenn Dirt rauskommt, bin ich mit dem The Crew, also wenn Dirt Rally rauskommt, bin ich mit dem The Crew Let's Play, denke ich mal, durch. Also wenn das volle Spiel draußen ist, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich von der Early Access Version machen werde. Na, 10, 20, 30 vielleicht. Aber, boah. Je nachdem, wie spielbar eben das Spiel schon ist, in dieser Early Access Phase. Und soweit ich weiß, soll das halt wirklich auch nur Multiplayer sein, also Rallye-Rennen im Multiplayer gegeneinander. Halt typische Dirt halt, ne? Ich habe zwar noch keinen Dirt-Teil gespielt, aber auf jeden Fall soll es eine sehr gute Reihe sein. Und oh, da habe ich gedacht, komm, fängst du mal mit Dirt an. Dirt Rally bietet sich da doch ganz gut an. Ich meine, The Crew ist natürlich, ich finde, The Crew ist ein ultimatives Rennspiel. Sowohl Rally als auch Straße ist alles dabei. Deswegen mag ich The Crew auch so gerne, weil es so abwechslungsreich ist. Und, ja. Ich hab mir aber gedacht, hier, The Crew ist eigentlich mehr ein Straßenrennspiel. Wäre doch eigentlich so ein Rallye-Rennspiel gar nicht mal verkehrt. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich im Voraus aufnehme. Ich glaube, 10 Folgen hatte ich sogar noch. Naja. Ich hatte aber unbedingt... Ich hatte einfach so viel Lust auf The Crew gehabt. Ja. So. Wenn die Folge rauskommt, müsste eigentlich auch schon Trains in New Era laufen, ne? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Oh, es gab auch wieder ordentlich Erfahrung. Okay. Gut, dass ich am Ende doch auf dich gesetzt habe. Okay, diese Cutscene, die war jetzt wieder ein bisschen. Naja, am Anfang schon. Oh Mann. Es gibt viel zu tun, Baby. Eine Menge Geld zu verdienen. Tu was für die Rette Eric zu vor dem Tonstiftung. Yeah, wir sind Non-Profit, weißt du, voll steuerbefreit, Baby. Ja, sicher. So, wir gucken aber erstmal. Was hier denn noch so für Tests am Start sind. Bei diesem, in diesem Gebiet. Ja, ich würde ja schon ganz gerne. Oh, im Mittleren Westen sind auch gar nicht mehr so viele. Beutetest 16. Ich probiere ihn mal. Gibt gar nicht mal mehr so viele. Okay, fuck. Okay, fuck. Okay, easy. Also, Bronze sollte locker drin sein. Schätze ich mal. Oh. Ja, mehr aber auch nicht. Das ist auch egal. Das Teil kann ich eh nicht mehr gebrauchen. Hauptsache, ich habe den Test gemacht. Ja, bla bla bla. Oh, aber immerhin 11 Bucks. Also auch nicht verkehrt. Boah, wie cool ist das denn, wenn ich... Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. So. Joa. Gut, wir gucken aber gerade erst nochmal nach Erkundung. Und gucken mal, ob wir hier noch irgendwo Datenstationen haben. Da. Da haben wir noch eine Datenstation. Ich würde nämlich ganz gerne erstmal alle Datenstationen aufdecken, damit ich überhaupt sehe, wie viele Tests überhaupt noch auf mich zukommen. Rein theoretisch müsste ich aber hier oben alle haben, oder? Ich guck mal gerade.
entdeckt. So. Jo, jo, jo. Da habe ich eigentlich alle. So, unentdeckt. So. Ja. Also hier in diesem Gebiet ist schon alles super. Hier auch. Ja, und hier unten, das geht mich eigentlich noch nichts an. In dem Gebiet möchte ich eigentlich noch nichts machen. Denn das ist ja das Performance-Gebiet und ich bin ja gerade noch im Gelände. Deswegen Geländegebiet ist... Oh, was brauche ich dafür? Dafür brauche ich Performance, oder? Nee, Rally. Okay, okay. Gut, Test. Alles klar. Ja, das ist der vorletzte Test. Was haben wir da noch für einen Test? Tempotest 23. Setzen wir uns einen Wegpunkt hin und so. Schnellreisen einfach mal dahin. So. So. Gut, dann gucken wir mal, was wir da so machen können. Bei diesem Tempotest. Ja, easy, würde ich sagen, ne? Locker easy. So. Ja, mir egal. 11 Bucks mal wieder dazu verdient. So, Hauptsache. Hier ordentlich den Test gemacht. Ja. Gut, dann machen wir noch den letzten Test. Boah, ich kann es kaum glauben, Leute. Warte mal. Erledigt. Das haben wir alles schon gemacht in diesem Let's Play. Ist der Wahnsinn, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, das meiste ist doch eigentlich oh, ganz okay. Also auch viel Gold dabei und so. Also so schlecht sind wir gar nicht. Ich habe auch erfahren irgendwie durch Zufall, dass es irgendwas mit Platin gibt, dass man irgendwie, ja, wenn man eine bestimmte Spielerstufe ist oder so, man irgendwie Platin, ja, Tests machen kann. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Das werden wir auch noch herausfinden. Habe ich nur mal gesehen aus Zufall, dass ich in The Crew Let's Play reingeschaut habe. Ja. So, das schaffen wir nicht. So, wie ich das Gefühl habe, dass wir diesen ganzen Test nicht schaffen. Obwohl doch. Oder? Na, so nicht. Mann, wie scheiße ich bin. Das ist ja der Wahnsinn. Alter. Selbst mit so einem Fahrzeug. Peinlich. Alter, einfach nur peinlich. Wieso? Ey. Das ist so blöd zu steuern. Ich darf kein Gas geben in dem Moment, wo ich um Kurven fahre, sonst rutsche ich. Das ist ein guter Trick. Darf aber auch nicht bremsen. Ich muss einfach dann kurz die Finger vom Gaspedal nehmen. Bleibt er nämlich auch schön in der Spur. Hat mein Auto einen kleinen Drall.
Ja, what the fuck, Leute? Also, ich habe ja jetzt fast hier alles gemacht, ne? Der ist nicht machbar, dieser Test. Wie geil ist das denn? Da haben die Designer aber ordentlich gefailt. Ja, super. Ich meine, wenn man eins verkackt, dann hat man mit diesem Test eh schon verloren. Das ist aber kacke, weil ich möchte... Das ist ja echt total bescheuert. Dass es nicht funktioniert. Okay, muss doch ein Ticken schneller sein. Okay, scheiße. Kann ich mir abschminken eigentlich schon, so gut wie. Ja, und dann hat das Auto wieder auf einmal einen Linksdrall. Super geil. Boah, Alter. So knapp, ey. So, 100% Fortschritt im Mittleren Westen, jawohl. Das... So gehört sich das. So. Boah, aber da haben wir noch so viele fucking Tests, ey. Sprungtest 20. Das hört sich doch super an. Easy. So, gucken wir mal. Ja, alles besser, deswegen. Ja. Super. So, was haben wir noch? Was haben wir da für einen Test? Bestimmt ein Klettertour. Ne, Fluchttest. Ja, gut, können wir auch mal machen. Haben wir schon lange nicht gemacht. Glaube ich.